Hallo, lieber Widder, hier ist wieder eure Svea von Angelfly Orakel. Wir schauen uns heute die Energie von der Woche von 1. bis 9.5. an. Das sind 1,5 Wochen, aber einfach damit wir, ich sag mal, den Mai komplett haben, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich das diesmal so mache. Genau. Für alle, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, gern tut das, wenn euch mein Stil gefällt, einfach damit er wachsen kann. Liked ihn, teilt ihn, schreibt Kommentare, ich freue mich da sehr darüber. Ich bin ja guter Dinge. So, dann starten wir, gar nicht viel Gerede heute. Lieber Widder, ich bin, als ich mich mit der geistigen Welt verbunden habe, also ich gehe immer durch Türen, ja, um Energiebilder zu bekommen für die Energiearbeit etc. Und ich bin diesmal durch eine Tür durchgegangen, die sah aus wie dein Zeichen. Ja. Ich so, okay, gut, ne, ich meine, bin ich ja frei. Und dann war ich mitten wie in einem Herz, also alles war rot, alles war düster, aber trotzdem voller Leben. Und ich war so völlig, boah, ich weiß gar nicht, ob ich hier sein will, so, ja, vom Gefühl. Es war sehr temperamentvoll, ist, glaube ich, das richtige Wort. Und ich habe auch so das Herz von innen pochen gehört. Also das war wie, als wäre ich in einer Herzkammer drin und würde so den Puls der Zeit, den Puls des Herzens, des Herzschlages, weißt du, als würde ich das mitbekommen. Und das war sehr energievoll. Und das hatte hier auch so einen extremen Tatendrang. Ja, also du warst so, oh, ich will voran, ich will endlich weiterkommen, ich will endlich machen, ich will endlich mein Ziel mit dem Kopf durch die Wand. So, ja, also du hast so die Wand fixiert und geschaut. Wie du das am allerbesten machst, das war so vom Gefühl her wie so Vorbereitungszeit, ja, so dieses Energie zusammenziehen, sammeln und dass man dann so volle Kraft voraus durchstarten kann. Gleichzeitig habe ich den roten Stier von Das letzte Einhorn gesehen und so habe ich dich wahrgenommen. Ich weiß nicht, alle, die den Film kennen, wissen, dass der rote Stier ja quasi das letzte Einhorn. Und zwar also dieser Stier hat keine andere Aufgabe, als diese Einhörner zu jagen, ja. Und so warst du auch, du warst so voll in deinem Element und du warst kraftvoll und stark und du hast auch nicht nach links und rechts geschaut, weil du so in deinem Tatendrang warst, ja. Du hast so gebrannt für deine Projekte, für deine Leidenschaften, ja, für das, was dich antreibt. Genau. Also eine sehr impulsive Woche von der Energie her bei dir. Wir schauen jetzt mal mit den Lenormand-Karten, wie sich das zeigt für dich. Ja. Als allererstes wollte ich gern noch eine Weisheitskarte der Seele für den Widder. Hausputz. Also du warst so voller Tatendrang um diese Tür, die du hier hast, ja, um die durch diese Mauer durchzupreschen. Ja, du hast deine ganzen Ressourcen, deine ganzen Energien zusammengezogen, aufgeräumt, um hier vorwärts zu kommen, ja, um hier weiterzukommen, um hier durchzukommen. Ja, um so diese Hindernisse auch jetzt endlich beiseite zu schaffen, ja. Gut, wir schauen mal. Liebe geistige, also, und hier auch 3 und 10 für alle, die es mit den Zahlen ein bisschen haben, ne, das ist 10, das ist so dieses. Du bist am Ende. Du hast keine Lust mehr zu warten auf, was dann irgendwann kommt, sondern du willst jetzt voranpreschen. Ja, du hast genug von,
ich räume mein Leben auf und dann gucke ich mal und dann schaue ich mal, wie es weitergeht, sondern du willst so mit voller Kraft voraus, ja? Gut. So, dann schauen wir mal mit den Lenormand-Karten. Fünf Karten bitte. Für den Widder vom 1.5. bis 9.5. Was erwartet dich in dieser Woche? Was kommt hier auf dich zu? Fünf Karten bitte. Fünf Karten bitte für den Widder. Noch drei bitte. Sehr schön. Also, du bist es leid in dieser Woche, ja, von 1. bis 9.5. darauf zu warten, dass sich Träume realisieren, dass du gucken musst, dass du schauen musst, sondern du willst jetzt Taten, ja? Also du willst keine Märchen mehr hören von deiner Umwelt, von deinem Gegenüber, sondern du willst jetzt Zielerreichung, ja? Vorwärts. Und ähnlich wie bei das letzte Einhorn war dieser Stier auch drauf und dran, alles dafür zu tun, um diese Einhörner voranzutreiben, ja, um sie zu finden und um sie sein Ziel zu erreichen, ja. Und genau das ist das. Du hast keine Lust mehr auf Regenwetter, du hast keine Lust mehr auf Gewitter, du hast keine Lust mehr, dass deine Sachen nicht funktionieren, du hast keine Lust mehr, dass es dunkel ist, sondern du willst jetzt endlich Sonne, ja. Du willst endlich ernten, was du gesät hast. Du willst endlich, ja, dass etwas vorangeht, ja, dass der wenn es hier um die Liebe auch geht, ja, dass hier Partnerschaften Hand und Fuß bekommen, dass dein Gegenüber zeigt, was er will, dass ihr euch auch öffentlich trefft, ja, dass das eben, ich sag mal, wirklich eine neue Stufe bekommt, eine neue, ja, das, also eine neue Perspektive einfach, ja. Du hast keine Lust mehr auf Regenwetter, sondern du willst hier in die Freiheit, du willst voran, du willst, dass ihr euch sehen könnt, du willst, dass du raus kannst, du willst, dass deine Projekte endlich, wie soll ich das sagen, ja, endlich auch umsetzbar sind, ja, greifbar im Außen, dass du eben auch sagen kannst, ja, habe ich gemacht und hat sich gelohnt, ja, und du kriegst hier auch den Wert zurück, ja, und du bist hier wie die Spatzen, voller Tatendrang, ja, also du hast keine Lust mehr zu warten auf, dass irgendwann mal irgendwas passiert, sondern du willst jetzt voran, voller Impuls und voller Schnelligkeit. Und das war auch so dieser Herzschlag, den ich wahrgenommen habe, ja, dass du so, ja, du willst nicht mehr warten einfach, ja. Und vielleicht auch nicht mehr warten auf einen König, denn auch der liegt hier, ne? Und wir schauen ja auch immer ein bisschen auf die Liebe. Und du willst, das habe ich vorhin schon gesagt, du willst ja einfach auch, dass vielleicht dein König hier auch in die Puschen kommt, ja, dein Gegenüber in die Puschen kommt, dass es endlich realisierbar wird, was hier für dich gedacht ist. Ja, was auch immer du dir hier in Augenschein genommen hast, auf was du jetzt lange gewartet hast, wo du lange Pläne geschmiedet hast und dir das ausgemalt hast und diese Träumereien auch ein Stück weit, ja. Das möchtest du endlich realisieren. Vor allem auch mit deinem Gegenüber hier, ja. Und
es eben auch auf eine neue Stufe bringen, nach außen bringen, in die Welt bringen. Ja. Ja, sehr spannend. Wir gucken mit den Tarotkarten, mache ich quasi bei Vimeo gleich noch eine zweite Reihe für dein Gegenüber. Ja, was das für ihn genau bedeutet, für in der Liebe, weil wir haben ihn hier auf jeden Fall liegen mit dem König. Und mit den Sexual Magic Tarot schaue ich auch nochmal quasi eure Partnerschaft auf partnerschaftlicher Ebene, wie sich diese Woche zeigt, diese vorantreibenden Energien, ja, was sich hier auch wirklich umsetzen lässt. Und genau, wenn ich dann Bewegung sehe, also irgendwelche großen Schicksale, also Rat des Schicksals oder besonders viele Nachrichten, solche Geschichten, dann schauen wir mit den Zeitkarten auch nochmal, wann genau sich das offenbaren wird, ja. Das könnt ihr bei der Vimeo, bei der Fortsetzung, ja, könnt ihr euch das Video besorgen. Und falls nicht, wünsche ich euch eine schöne Woche und bis bald.